Recht herzlich willkommen zur 61. Folge von City Skylines. Ja, wir sind hier unterwegs und wollten diese Straße hier unten, die ja voller Autos ist, irgendwie in Ordnung bringen. Staut sich bis dahin. Nehmen wir mal die Pause raus, damit die auch wieder wegfahren. Ja, ist die Frage, ob das nochmal irgendwann besser wird. Hier ist auch voll. Ist gerade wohl Krankenwagen treffen oder sowas? Keine Ahnung. Sieht ja echt krass aus. Auch nicht normal. Ja, mehrere Probleme hier, wie man sieht. Da müssen wir definitiv jetzt hier dieses Stück Straße noch in den Griff kriegen und dafür muss definitiv dieser Friedhof verlagert werden. Allerdings muss der erst noch, sag schon, 106 Bestattungen müssen umgebettet werden, damit das klappt. Ja, Gebäude leert sich, steht da ja, ne? Gut, gucken wir mal hier nach dem Feuer. Abgebrannt. Also weg. Wenn noch was weg kann, da ist auch noch sowas. Sonst nur irgendwelche Problematiken hier oben. Sieht auch besser dann aus wieder. Die freuen sich alle. Alles glücklich, alles toll. Gehen wir mal weiter durch gerade. Da gibt es überall Müllprobleme. Hier Bestattungsprobleme. Und hier sind sogar leerstehende Blocks. Die sind auch alle weg. Können dann neu gebaut werden. Im Industriegebiet fängt es auch an. Ja, zwei Häuser abgebrannt. Da ist auch noch eins. Ich glaube, das ist aber nicht das Richtige. Das ist das Richtige. Da oben auch noch. Irgendwie klappt es da gerade mit dem Müll nicht. Müssen wir auch drauf achten. Hier sieht alles toll aus. Hier auch. Hier unten wieder nicht. Müllentsorgung ist ein Problem. Das ist alles okay. Hier unten mal da durchgeguckt. Nee. Unsere Müllprobleme sind es nur. Und Bestattungsprobleme haben wir auch. Hier sieht es auch gut aus. Nichts Abgebranntes, nichts Leerstehendes, alles gut. Gut, dann können wir den Bagger erstmal wieder einmutten. Und dann müssen wir gucken, dass wir die an... Ah, hier sind doch noch zwei. Weiß nicht, ob die neu sind oder mit Perwoll gewaschen. Da oben hat es auch schon wieder gebrannt. Wo ist der dritte da? Nee, glaube. So, jetzt habe ich ihn erwischt. Wieder die Ansicht in die normale. Gut, okay. So, was macht hier erstmal unser Friedhof hier? Der hat nur noch 84 Leute drin liegen. Wird also auch weniger. Müllprobleme, Müllprobleme. Wo lösen wir die Müllprobleme? Das ist die Frage. Hier oben gibt es zwei Müllplätze. Hier ist Müllproblem. Und da unten gibt es Müllplätze. Ja, müssen wir wohl noch was nachlegen, ne? Müllverbrennungsanlage, wie ist die ausgelastet? Das ist auch noch eine Frage. Ja, wo war die denn nochmal, die MVA? Hier ganz unten, da ist er. Ne, da müssen wir das mal gerade beenden, um zu sehen, wie die ausgelastet ist.
370.000 von 400.000, also ist ja auch nicht mehr ideal. Da fehlen ja dann noch 30.000 und dann ist es voll. Das würde bedeuten, wir müssten da nochmal nachlegen. Ah, wo machen wir die hin? Gute Frage, ne? Aber ich tendiere dazu, das hier irgendwo zu machen. Vielleicht sogar hier beim Bahnhofsviertel. Hier ist nochmal Müll zweimal. Da oben auch. Bringen wir die MVA hier oben hin. Also da will die nirgendwo hin. Da will die wahrscheinlich auch niemand haben. Was ist mit der Autobahnauffahrt hier unten, da in der Nähe? Da müssen wir was wegreißen. Ah, hier wäre ja gut, ne? Gleich sofort einen schönen Gruß, wenn man in die Stadt kommt, ne? Da geht's nicht. Das wäre hier hinten. Das ist das Gleis vom Bahn. Hof im Weg. Oder hier neben. Da sind zwei Friedhöfe. Hier, da ist doch Platz. Da ist genau das, was wir suchen. Gut, haben wir. Strom ist kein Thema. So, Nacht ist es. Müllprobleme herrschen überall. Sieht's hier aus. 44 noch umlegen. Hier oben war 6% voll. Läuft also. 5% voll. Läuft auch. Wo waren die anderen Müllstätten? War hier irgendwo eine? Ne, das ist Krankenhaus. 71% voll. Ja, ich glaube, wir müssen das doch hier drauf schalten, um das sofort zu sehen. Aber auf der anderen Seite sehe ich dann wieder nichts, ne? Ja, Verbrennungsstatus ist hier im Roten, wird immer schlimmer. Da habe ich eine mit 75% voll und da mit 72% voll. Die da oben habe ich beide geguckt. Hier habe ich 4 Stück dann. 2 da. Gebäude leert sich. Ah, Gebäude leert sich. 96% voll. Super. 37% voll. 73% voll. Ah, Räumung beendet. Dann können wir da schon mal wieder einen anschmeißen. 100%. Kein Platz mehr. Super. Das war der Tausch. 1:1 gerade. Hier unten sind nur 3. Gucken wir uns auch alle an. 88% voll, 20% voll, 14% voll und alle leeren sich. Hier hatten wir auch noch einen. 25% voll. Ist da nicht noch ein zweiter neben gewesen? Ne, der war weiter tiefer. Hier unten ist er. Leert sich aber auch. Ah, da waren 2. Ja, können wir schon anschmeißen. 99% voll. Wir haben definitiv ein Müllproblem hier in dem Ort. Da unten sind 3. Gebäude leert sich. Gebäude leert sich. Gebäude leert sich. Voll. Müllverbrennungsanlage hatten wir jetzt hier mit 370.000. 397. Das dauert nicht mehr lange, dann ist das auch voll. Und so viel können wir gar nicht verbrennen dann, ne? Aber dafür haben wir ja den zweiten aufgemacht. So, was haben wir hier? 7% voll. 86% voll leert sich. 28%.
83 leert sich. 54. Hier haben wir auch noch drei Stück. 70% voll. 13, 43, das leert sich. Ja, das bedeutet, wir müssen zusehen, dass wir noch mehr Müllgeschichten hinkriegen. Ja. Schön, wenn man die da hinkriegen würde. Da haben wir noch zwei mehr. Da stehen Häuser leer. Müll ist überall ein Problem. So, da kommt noch einer dabei. Kriegen wir hier noch irgendwie einen hin? Da nicht. Da auch nicht. Ja. Und hier geht auch keiner hin. Sind gerade auch überall noch mehr Häuser, die leer sind. Da geht auch noch einer hin und dann ist es hoffentlich bald zu Ende mit dem Müllproblem. Die Häuser weg, weil da keiner mehr wohnen will. Hier kommt die Müllabfuhr wahrscheinlich gar nicht erst vorbei. Da oben haben wir ein Stromproblem oder wie? Das ist Kraftwerk neben und der hat ein Stromproblem. Nicht genug Strom, okay. Gut. Kriegen wir noch ein Windkraftwerk hin? So. Drei mehr. Das baue ich hier gerade zu, ne? So, jetzt dürfte das Stromproblem aber gleich mal weg sein, ne, oder? Hier ist immer noch ein Müllproblem. So, da haben wir noch eine Leitung dahin gekriegt, dass dann der Strom auch überall hinfließt. Müllprobleme sind immer noch da. Da auch noch. Da können wir schon wieder ein Haus abreißen. Und da. Und da. Ja, das ist von alleine abgerissen worden. Auch interessant. Da sind auch noch zwei. Sieht gerade nicht so gut aus. Ich reiß ziemlich viel wieder ab, ne? Keine Ahnung warum. Hm. Brennt jetzt hier in der Ecke auch ziemlich viel. Kriegen wir das alle hin? Ich weiß nicht. Sieht alles gerade nicht so prickelnd aus, aber was wollen wir machen? Da sind auch noch ein paar Häuschen, die wir müssen. Und ja, auch. Die sind wahrscheinlich alle total frustriert, weil der Müll auf der Straße schon liegt und deswegen ziehen die aus. Die beste Lage. Und
Leerstände halber. Da oben auch eins. Da drei. Hier noch ein paar mehr. Gut. Ja. Friedhof fehlt auch noch. Kommt da noch einer hin? Sind sie alle glücklich da? Hier fehlt auch noch einer. Da ist auch zu wenig. Wo wollen wir den hin? In der Hoffnung, wenn es dann da reicht. Ne? Hier ist das gleiche Problem. Die sind dann auch besser dran hier. Ich weiß nicht, das ist ein Park, glaube ich. Ne? Sollen wir vielleicht nicht gerade abreißen. Schon wieder ganz viele Häuser. Ne? Ja, da kommt noch ein Friedhof dazu. Hier sind schon genug. Lassen wir erstmal gut sein, denke ich. Gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie weit der hier ist. Das ist leer, das heißt, wir können ihn auch verschieben jetzt. Da war doch gerade grün, ne? Da. So, jetzt können wir hier die Straße nämlich erweitern oder ausbessern. Das müsste dieser sein und ist das vierspurig oder so mehrspurig? Ich glaube, das ist vierspurig. Mit den Bäumen da. Gut, da ist schon wieder dann doof, weil da schon wieder irgendwelche Gebäude sind, die wir verschieben müssten. Stück fehlt noch. Das bedeutet Straße weg. Was ist das für ein Gebäude? Ne, klar, ne, der ist ja, das hier ist es dann. Das ist die Arztpraxis. Die muss dann gerade mal dahin. So, jetzt passt's. So, jetzt sind überall vierspurig diese Straße. Mal gucken, wie sich der Verkehr dann verbessert oder auch nicht. Gut. Aber ich würde sagen, für die Folge soll es auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.